So, hallo und willkommen zurück bei der Iron Man Challenge. Wir haben letztens hier diese Quest mit diesem komischen Elite da abgebrochen. Das bereue ich gerade so ein bisschen, weil jetzt ist ja nämlich ein Mage und der macht die Quest. Warte mal, vielleicht können wir uns das doch noch fix holen und ein kleines bisschen rumtricksen, wenn wir schnell genug sind. Warte mal. Lam, da, dam, dam, dam. Hallo. Mist. Loktar. Shogar. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir müssen ja im Prinzip. Also, ich weiß halt nicht, ob der geflaggt wird. Wir müssen einfach mal ein bisschen warten und dann hauen wir da mal kurz mit drauf. Ich weiß nicht, es kann sein, dass der. Oh, das ist ein bisschen laut. Es kann sein, dass der halt geflaggt wird für den Mage, wenn der Mage draufhaut. Aber im besten Fall wird es als Questmob gezählt und dann wird er natürlich nicht geflaggt. Also gefleckt halt, dass der dann nur für den Mage zählt und nicht mehr für mich. Also mal probieren. So, ja, komm, mach das mal. Ja, alles weg. Ich helfe dir. Ich rette dich, Mage. Aua. So. Dam, 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 dam. Ach, der macht das schon. Kurzen Schub trinken. So, habe ich nämlich vor der Aufnahme vergessen. So, da kommt er auch schon. So, wir haben jetzt ihn für uns geholt. Der Mage castet drauf. Lalala. Ja, also rum, ist ein bisschen rumtricksen, aber hey, was soll's. So, wunderbar. Was will er denn hier? Stirb! Aber ich glaube, hat auch für den Mage mitgezählt. Wenn er mich flamet, dann tut mir leid. Wir können noch was looten. Bisschen Wollstoff. So, und da haben wir uns diese Quest quasi redlich verdient. Naja, zumindest haben wir noch die Schindereien von der letzten Folge mit einrechnet. Dann haben wir uns das auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Und anders wäre es auch nicht machbar gewesen. War auch nicht abgesprochen, ne? Nicht, dass er irgendwas Falsches denkt. Das war es reiner Zufall, dass er gerade ein Mage war. So, ja, blaues Item ist mir sowieso egal. 2000 EP, krass. Ja, sehr, sehr cool. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt hier runter nach Ratchet, würde ich sagen, und gucken mal, was es da so für Aufgaben für uns gibt. Wir sind ja fast Stufe 18 schon, also sind wir gleich, was heißt gleich, also bald durch mit dem Mönch. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Klasse. Ich kann mal schon mal so einen kleinen Tipp geben, es wird nochmal ein Nahkämpfer werden. Hat den Hintergrund, ich habe mal durchgezählt und wir werden nicht umherkommen, also wir werden nicht dauerhaft zwischen Range und Midi switchen können. Sondern wir müssen, es gibt halt ein paar mehr Midis am Anfang. Das ist halt leider so. Aber gut, was heißt leider? Ist auch kein Weltuntergang. Ja. Genau. So. Dam, da, dam, dam. Da, da, da. Ich glaube, die Folge, die ich gerade aufnehme, die kommt auch heute raus. Deswegen kann ich es nochmal an der Stelle erwähnen. Heute Abend ist vermutlich Livestream. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es sieht ganz gut aus. Falls Livestream ist, an dieser Stelle nochmal die Erwähnung, dann wird es zu 90% immer auch auf Facebook angekündigt. Ne? Dass da niemand sich dann irgendwie ärgert, dass es nicht angekündigt war, dass es nicht gesehen hat und pipapo. Ist ja auch blöd, wenn man dauerhaft auf Twitch dann gucken muss. Wobei, ich weiß gar nicht, wie das auf Twitch läuft, wenn ihr mir auf Twitch folgt, ob ihr dann irgendwie eine Meldung bekommt, dass ich gerade streame. Bin ich gerade überfragt. Also ich kriege von denen, die ich, denen ich folge, kriege ich keine Meldung, keine E-Mail oder irgendwas. Das ist halt ein bisschen schade eigentlich. Aber kann auch sein, dass ich das falsch eingestellt habe. Weil ich will doch eigentlich gar keine Meldung kriegen. Denke mal, die meisten von euch haben das auch aus. Ja, aber wie gesagt, ich werde es versuchen, auf Facebook immer anzukündigen. Außer es ist super spontan, dann kann ich es nicht ändern. Dann kann ich es nur in dem Moment, wo ich es gerade mache, auch ankündigen. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich denke, das ist auch kein Weltuntergang. Es kommt dann sowieso auf YouTube. Also wer keine Zeit oder keine Lust hat, da live dabei zu sein, ist kein Problem. Genauso wie jetzt mit Age of Empires wird alles natürlich auch auf YouTube geteilt. Denn YouTube ist ja meine Hauptplattform und nicht Twitch. Twitch ist nur so, sagen wir mal so, nice to have. Ist halt so, ich finde es ganz, ganz angenehm, dass man da mal ein bisschen was live machen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es jeden Tag dauerhaft auch da rumhänge, also jedenfalls aktuell nicht. Das ist nicht so mein Metier, unbedingt.
Aber ich finde es eine ganz nette Ergänzung. Sagen wir es einfach mal so, ne? Hab mal überlegt, vielleicht könnte man sogar mal so ein bisschen im Livestream mal einen Song machen. So einen WoW-Song zum Beispiel. Wäre mal interessant. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ob das überhaupt Sinn macht. Aber da könnte man so einen Livestream machen, wie ich gerade so ein Ding schreibe und dann vielleicht sogar die Aufnahme. Da quatsch mich alle voll hier. Warte mal, ich gehe erstmal da hoch die Quest abgeben. Also, wie gesagt, da muss ich mal... Ach nee, das ist dort. Da muss ich mal überlegen, wie ich das mache, ob ich das machen will. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr sowas gerne mal wollt. Ein WoW-Song quasi als Livestream. Kann ich behilflich. Wäre mal was Neues, glaube ich. So. Ach ja. Das ist aber ein schönes Hotel hier. Ich habe nicht Zeit. Ja, ich auch nicht. Die Folge geht nur 15 Minuten. Was wartet? Was denn? Was hackt ihr beide aus? Gebt mir dieses Paket. Was, das hier? Das ist nichts. Nur Tierforschung. Wir haben die Ergebnisse eurer Forschung bereits gesehen. Ich werde dieses Paket nach Orgrimma bringen, um das zu untersuchen. Unsinn! Ihr reagiert übertrieben. Habt ihr mich die ganze Zeit... Oh, das geht viel zu schnell. Mönch, ihr solltet wissen, dass dieser Kriegshäuptling den Untoten nicht vertraut. Ihr solltet euch gut überlegen, wem ihr treu seid, Pandaren. Ja, für die Horde, ne? Oder? Höllschreißermittler. Hat er gerade irgendwas geglitzert? Ja. Nee. Raus damit. Hat nichts geglitzert. Ja, aber können wir nichts machen mit dem? Egal. So, achso, wir können mal hier einen Ruhestein binden vielleicht. Zack. Ah, schöne Musik hier. Los, wir saufen uns ein. Haben wir irgendwas zu trinken da? Nee, aber eine coole Keule. Wir sind schon so fett, dass wir mit dem Bauch im Tisch rumstecken. Guck mal. Yum, yum, yum. Yeah. Erstmal eine Runde. Rasten im Gasthaus, wie sie es für ein richtiges Rollenspiel auch gehört. Ah. Naja, gut. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Haben wir noch mehr Quests hier vielleicht? Haben wir noch mehr hier unten vielleicht? Ich dachte, da hätte ich noch was gesehen. Warte mal, wir gucken mal fix. Genau, siehst du, ich hab's doch gewusst. So. Dumm, zwei sogar. Meine Güte, hier ist ja was los. Erhaltet das Horn von König Schnitterklaue. Und ein Aushängebrett. Bringt Gazlo in Ratchet Captain Garveys Kopf. Tja, die wollen wohl hier Köpfe rollen sehen. So, Flugpunkt. Moment, oh Gott. So, dann haben wir hier noch eine Queste. Werftmeister Flunkerblick. Was liegt an? Na du? Südmeer Freibeuter. Tötet 8 Halsabschneider oder Kaperer der Südmeer Freibeuter auf Prügel Island. Juhu, Prügel Island, da gehe ich gleich hin. Sprich mit Toni Zweihauer auf Prügel Island im nördlichen Brachland. Das ist da unten diese Insel. Kommen wir denn da hin? Kommen wir denn da hin? Illuminate. Wie kommen wir denn da hin? Müssen wir hinschwimmen, ne? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall drei Quests. Warte mal, ich hole mir noch die andere, die hier waren. Und dann schwimmen wir da mal rüber, würde ich sagen. Wir müssen hier ein bisschen am Strand lang und dann können wir vielleicht vorne abkürzen, ein kleines bisschen. So, hier oben war noch eine Quest, glaube ich. Dumm. Tralalalala. Ach, hier in diesem lustigen Haus oder was auch immer das hier sein soll. Da ist Gazlo. Ah ja. Gasolin. Kurz und knapp, ja? So. Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, ich auch nicht. Pfote, der Mann mit dem Plan, besorgt die Schiffsschemata von Chefingenieur Pfote in der Taverne zum geborstenen Kiel in Ratchet. Und findet den berüchtigten Piratenbaron Küstenschipper und sprecht mit ihm. Na klar. So, wo müssen wir denn überall hin? Das ist ja jetzt bestimmt wieder sonst wo verteilt. Eieiei. Gut, ich will erstmal nach Prügel Island. Das kenne ich noch von früher. Damals waren die Quests noch so komisch stärker als im restlichen Brachland. Und da hat man sich da teilweise tot geprügelt. Da will ich jetzt mal zuerst hin. Gucken, ob sich da seit Katta irgendwas getan hat. Da gab es auch so eine kleine Arena. Ich weiß gar nicht mehr, ob man da irgendwie Kämpfe machen konnte.
Schiffsschemata. Genau, die waren hier. Irgendwo. Sargeras und der Verrat. Ein Buch. Wie viele Seiten hatten das? Nee, das, komm, das lese ich nicht vor. Mache ich jetzt kein Let's Read hier. Ja, irgendwo müssen diese Schiffsschemata doch sein. Sind mit irgendwem quatschen vielleicht? Der hier vielleicht. Ihn bewusstlos schlagen. Chefingenieur Food. Ah ja, das ist er. Pam! So. Oh. Matrosen. Ja, komm her. Keine Kneipenprügelei hier. Dafür sind wir Pandaren bekannt. Wir trinken Bier und prügeln uns. Yeah. Pam. Wo willst du denn hin? So. Da haben wir auch schon die Quest erledigt. Dann müssen wir hier, was müssen wir hier machen? Medaille von Terramor besorgen. Okay. Also hier oben so ein paar Typen umrotzen. Dumm, die dumm, die dumm. Hui. Kommando Soldat von Terramor. Hui. Stufe 15, das ist ja einfach. Perfekt. Also nicht, dass ich es mir einfach machen will, aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn man sich nicht so Duelle liefert gegen irgendwelche Mobs, sondern wenn man die vernünftig wegklatschen kann. Anspruchsvoll, aber nicht zu anspruchsvoll. So, ein bisschen Milch, lecker, lecker. So, pam. So, tschüss. Noch ein Heiltrank, das ist ganz gut. Den können wir uns mal hier reinziehen. Dort rein zum Beispiel. Ja. Pam, pam. So, tschüss. Das ist ja relativ easy hier. Da gibt's noch, gab's da nicht noch so eine Burg oder sowas? Ah, hier so eine kleine Piratenfestung. So. Ich würde sagen, wir pullen uns hier mal die Typen so. Upsala. Step by step ran. Mal nicht gleich übertreiben. Weil die können eigentlich eh nichts. Also, sie sind relativ schlecht. Aber wenn wir zu viele Gegner haben, dann gehen uns irgendwann die Energie alle und dann haben wir ein Problem. So, ist der geslowt? Alter, irgendwie merkt man von diesem Slow gar nichts. Naja. So. Dann noch er hier. Ach, ich drück mal falsch. So. Gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Letztens nämlich ein kleines Problemchen gehabt. Konnte es aber zum Glück noch retten. Hab da bestimmt gar nicht gemerkt. Das war in der Star Wars Aufnahme. Da fehlte ein Stückchen dazwischen, aber ich konnte es wiederherstellen. Ja, ja. Und das Problem bei Star Wars ist, weil das so ein altes Spiel ist, kann ich nicht raustappen. Wenn ich raustappe, stürzt der Mist ab. Und da muss ich dann immer quasi, während ich aufnehme, hoffen, dass es auch aufnimmt. Ah, die ist schon stärker. Stufe 17. Okay. So, hier haben wir alles. Dann müssen wir hier den Baron uns holen. Den blutigen Baron. So und so. Komisch, dass die Level hier so weit auseinander gehen, oder? Stufe 14. Stufe 15, Stufe 17. Bisschen sehr seltsam, aber naja. So, mal kurz heilen. So, der läuft hier rum. Gut, der juckt uns nicht. Hey, Bewahrerin. Hallo. Sehr gut. Kurz mal heilen. So, irgendwo ist dann Leutnant Pyre. Okay. Kriegt man die vielleicht einzeln? Nee, kriegt man nicht. Oder? Doch. Juhu. Nein, doch nicht. Schade. Hinterm Baum gehen. Lalala. So. Ja gut, dann müssen wir halt so kämpfen. So, so, so und so. Kurz mal heilen. Aua, macht aber gut Damage. Warte, ich habe einen Heiltrank eben. Stufe 16. Aber die ist irgendwie stärker als die anderen. Kurz nochmal heilen hier. Bleib stehen! So. Da haben wir ihn getötet. Dann können wir hier direkt eine Quest abgeben. Ist es hier oben drauf oder was? Nee, das ist hier hinten. Dann holen wir uns mal den hier ran. Bisschen vorsichtig pullen hier. Keine Lust wieder zu sterben.
Dam, dam, dam. Marinesoldat.